Hallo ihr Lieben, da sind wir mal wieder. Und zwar ist der Monat Juli jetzt zu Ende und die 365 Question Challenge steht an. Du liest vor, die Fragen vorlesen. Da, guck mal, das ist der Tag 1, also der erste Tag vom Juli. Du sagst immer erstens, zweitens und liest die Fragen vor und ich beantworte die dann. Okay. Warst du heute allein? Also 1. Nein, ich war nicht allein. Ich bin eigentlich selten allein. Ich habe immer jemanden aus meiner Familie um mich rum. 2. Wer war die letzte Person, die du heute gesehen hast? Mein Mann. 3. Was sollst du gehen lassen? Meine Ängste. Also es wäre cool, wenn ich die gehen lassen könnte. 4. Auf welchen Film freust du dich? Auf die Mumie, genau, auf den neuen Teil Mumie mit Tom Cruise. Okay. 5. Ich kann einfach nicht. Ich kann einfach nicht verstehen, dass manches so ist, wie es ist. Also jetzt hier zum Beispiel das Schicksal oder manche Dinge halt eben. Das ist halt manchmal unverständlich. Das Leben kann man manchmal gar nicht verstehen. 6. Wer hat dir heute geschrieben? Ja, wer hat mir geschrieben? Ich schreibe immer mal mit meiner Tochter, mit meiner Mama, mit meinem Mann und ja, noch so mit so ein paar YouTubern. 7. Hast du mal Lotto gespielt? Ja, ich spiele öfter Lotto. Wir spielen Lotto. Ja, wir. 8. Etwas Lustiges passiert auf dem Weg zu? Keine Ahnung. Also uns passiert eigentlich immer was Lustiges, wenn ich mit Mama zum Beispiel spazieren gehe. Wir entdecken Tiere, wir unterhalten uns über lustige Dinge. Also ist immer mal witzig. 9. Nenne etwas, was du wegwerfen solltest, aber einfach nicht kannst. Nein, also ich habe da nichts, weil alles, was ich habe, besitze, das hat seinen Sinn und Zweck. Also entweder ist es dann eine Erinnerung, ich weiß, ich sammle viel. Entweder ist es eine Erinnerung, eine schöne, oder es gehört halt zu mir. Ja. Passiert nichts. Das ist weggeschmeißt. 10. Was passierte neulich, das dich stolz auf dich macht? Machte. Was hat mich stolz auf mich gemacht? Also, dass ich meinen inneren Schweinehund überwältigt bekommen habe und dass wir oft üben konnten und das werden wir auch weiterhin durchziehen. 11. Wen hast du heute am häufigsten gesehen? Meine Mama und mein Mann. Mich? Ja, dich. Gut. 12. Was inspiriert dich? Meine ganze Familie. 13. Wie viel Benzin benötigst du für 100 Kilometer? Ja, was hast du gesagt? 5 bis 5,5, 6 Liter ungefähr. Also 5 bis 6 Liter ungefähr. Wir haben ja ein kleines, schnuckeliges, süßes Autoschen. Ja. Also ich fahre nicht selbst, also er fährt ja. Ich habe keinen Führerschein. Der da. Der fährt. Ja. Wo war ich hängen geblieben? Ach, bei 14. Was war dein heutiges Horoskop? Traf es auf dich zu? Also ich achte nicht täglich auf mein tägliches Horoskop. Ja. Manchmal nur, ne? Allerdings bin ich vom Sternzeichen Fische, genauso wie er da. Ja, ich bin Fischi. Und wir haben wirklich einige Eigenschaften, die zum Sternzeichen passen. Also bei mir sehr, gell? Ja. Ja. Weiter. 15. Wovor hast du am meisten Angst? Ja, also am meisten Angst habe ich vor dem Verlust geliebter Menschen. Ja. Und vor Krankheiten und vorm Tod. Ne? Passt. Ja. 16. Was ist das Größte, was du vorhast? Ich denke mal, jedes Vorhaben von mir ist eigentlich das Größte. Was lachst du so? Was fällt dir denn ein? Schwimmbad fahren. Ja, genau. Ich wollte üben, ins Schwimmbad zu fahren, aber ich denke mal, dieses Jahr wird das nichts. Wir haben noch viel Zeit. Du musst arbeiten. Was hast du heute erreicht, 17?
Ja, ich erreiche eigentlich jeden Tag das, was ich erreichen möchte. Also die Konfrontation halt eben oder ab und an meinen Sport wieder einbauen in den Tag. Und ja, was noch? Nix, ich finde das nur lustig, die Kamera mag mich. Ja, die mag dich wirklich. Hatten wir letztens schon. So, 18, verhältst du dich deinem Alter entsprechend? Nee. Mal mehr, mal weniger. Also, okay, ich kann auch ernst sein, ich kann auch seriös sein, ich kann aber auch sehr albern und kindisch. Na, kindisch. Ab und an. Ab und an, ja, aber mehr albern, lustig, keine Ahnung. Kann man auch im Alter sein, mein Gott. Egal, Alter ist nur eine Zahl. Solange ich mich nicht verhalte, als wäre ich gerade ein kleiner Teenager, ist alles gut. Ja. 19, wie voll war dein Tag heute? Ja, meine Tage sind eigentlich immer voll. Also manchmal hat ein Tag viel zu wenig Stunden, ne? Meine nicht, die kriegen keinen Alkohol. Du musst nur lauter reden, sonst hören die dich nicht. Ja, müssen die Ohren aufmachen. Also ihr müsst ein bisschen lauter drin, wenn er hier am Reden ist. Ja, ich nuschel. Ich stehe dazu. Ab und an. Nicht immer. Ja, nicht immer, aber zu. Ab. Und weg. Wo war ich? 20. Was? Was brachte dich heute in Eile? Mein Gott. Ich lass mich nicht in Eile bringen. Also, ich habe so genug Kopfstress, ne? Da muss man sich nicht noch wegen anderen Sachen stressen oder dass man sich beeilen muss wegen irgendwas oder so, oder? Ja. 21. Was ist deine Adresse? Verraten wir unsere Adresse? Ja, hinterm Mond gleich links. Hinterm Mond gleich links. 22. Wovon wünschst du dir, dass es weniger davon auf der Welt geben sollte? Ja, ich habe ein bisschen drüber geschrieben. Falsche Menschen und Lügen und Hass und Neid. Vor allem Neid, ich finde das so schrecklich, wenn man neidisch auf andere ist. Warum kann man denn nicht gönnen? Gier, Krankheiten, Kriege, alles Negative praktisch. Vor allem auch Menschen, die einem irgendwas vorspielen oder... Ja, ich mag sowas einfach nicht, gell? Was magst du nicht? Was hättest du gern weniger auf der Welt? Hast du eigentlich schon alles gesagt? Gut, weiter. Danke. Wo ist er denn? Ach, da ist er. 23. Was stoppt dich? Meistens meine Angst. Ne? Ich mich selber. Ansonsten, ich mich selber. Na, von der Tür läuft eine Zone vielleicht. Ja, aber wer läuft denn von der Zone Tür? Es gibt Glück. Vielleicht genug, aber wir doch nicht. Dazu möchte ich nicht näher eingehen. Nein, werden wir nicht. 24. Was war deine Pflichten heute? Waren. Was waren deine Pflichten heute? So, erzähl. Oh, Massa. Ich muss dich doch immer bedienen und dir die Füße küssen. Unser Sexualleben, oh Gott, darf ich das alles verraten? Lieber nicht, gell? Mm-mm. Ich verrate das nicht. Irgendwann mal, so unter uns, sag ich euch mal meine Pflichten. Hm. 25. Was war das Letzte, das dich zum Lachen bewegt hat? Lustige Erinnerungen und Dinge halt... Ich weiß nicht, es gibt viele Dinge, die mich zum Lachen bringen. Vor allem, wenn wir hier Kappes machen oder ich mit meiner Mama Kappes mache. Und die Hunde, das ist manchmal so witzig, wie meine Mama mit den Hunden redet, ne? Ja. Das ist manchmal so süß und witzig. Und ich wünsche mir manchmal wirklich ein Diktiergerät. Also das gäbe der Podcast Number One. Ja. Ja, aber da steht das Letzte. Was war das Letzte? Ja, lustige Erinnerungen halt. Das Letzte war gerade eben, wo du gesagt hast. Nein, das war doch am 25. Ach so. Da kann ich ja jetzt nicht sagen, gerade eben. Das Letzte davor. Ach so. Hm? Na gut. Mit wem hast du Abend gegessen? Haha, mit mir. Ja, aber da. Der 26. Ja. Ja. Mit mir. Wie mit immer. Mit wem sonst? Genau, mit wem sonst. Vielleicht noch Kind. Ja, aber die ist sehr eigen. Die isst lieber alleine. Ja, die verschwindet jetzt zum Beispiel. Ja. 27.
Das ist ja eine selten gelegte Frage. Ja, gell. Okay. Wie hast du die Welt heute verändert? Ja, habe ich die Welt verändert? Ich verändere deine Welt jeden Tag. Mhm. Aber ansonsten, keine Ahnung. Ich bin halt ich. Mehr nicht. 28. Was ist der eine Gegenstand, den du immer mitnimmst? Mein Handy. Ja. Mein Handy. Und Schlüssel. Schlüssel auch. Schlüssel und Handy, ja. Ja, aber es steht ein Gegenstand. Also das meiste ist mein Handy, oder? Ja. 29. Das letzte Geschenk, das ich bekommen habe, war... Da hast du mir Washi-Tape mitgebracht. Stimmt. Also das müsste das letzte gewesen sein, oder? Ich glaube. Ich weiß es gar nicht mehr. Also ich habe... Ostern haben wir ein Osterhäschen bekommen von meiner Mama. Ja. Und danach Washi-Tape. Du hast mir Washi-Tape mitgebracht. Mhm. Ja, Washi-Tape. 30. Was hat dich heute motiviert? Ja, mein Ziel. Also ich habe halt einige Ziele, vor allem mein persönliches Ziel körperlich und fitter werden und abnehmen. Das hat mich motiviert und deswegen geht's auch aufs Laufband mittlerweile wieder öfter. Du auch? Ja. Hm. Ich mache Rentnerlaufen und du normal. Rentnerlaufen. Ja, das ist halt wegen dem Rücken. Da muss ein bisschen Bewegung rein, die Muskeln müssen sich lockern und ich weiß. Also wer rastet, der rostet, mein Schatz. Ja, ja. Machen wir weiter. Ja. 31. Wer ist dein verrücktester Freund? Also mein verrücktester Freund ist Alex. Deiner? Alex. Ich hab nur einen. Und das ist Markus. Alex ist auch unsere gemeinsame Freundin. Ja. Ja, und die ist die verrückteste. Ja, stimmt, verrückt ist die. Ja. Du bist ein verrücktes Huhn, Alex, ja. Hast gehört, Alex, du bist ein verrücktes Huhn, falls du das mal siehst. Falls dein Internet nicht mal so lahm auf Wimme schmeckt. Aber wir sind alle gleich verrückt. Also das, wir passen schon zusammen. Ja, das war jetzt 365 Question Challenge für Juli. Mit Matze. Mit 31 Tagen. Ja. Steht da. Ja, natürlich. Der Juli hat 31 Tage. Ja. Ja. Das ist doch mal klugscheiß. Ja, und im August kommt dann die nächste, würde ich sagen. Machst du dann wieder mit? Mal schauen. Warum? Ich könnte jetzt sagen, war langweilig, nein, war nicht. Findet ihr die 365 Question Challenge langweilig? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ja. Was? Nein. Ja, nein. Ja, reinschreiben. Ja, die nächste kommt dann wieder, wie gesagt, Ende August, Anfang September. Wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, Nachmittag, wann immer ihr das Video schaut. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund. Lasst uns vielleicht ein Abo da, falls ihr Lust habt. Wir würden uns freuen. Ich würde mich freuen, wir würden uns freuen. Ich freue mich immer. Schatzi freut sich mit. Ja, bis zum nächsten Video, würden wir dann jetzt mal sagen, ne? Ja. Tschüssi. Tschüss.